Jo Leute, kurze Info für morgen. Und zwar bin ich morgen wieder mal in Salzburg. Also falls jemand von euch aus Salzburg kommt und mich gerne mal sehen möchte, ich bin circa um 17 Uhr Europark. Ihr könnt mir aber sehr, sehr gerne auf Twitter oder auf Instagram schreiben, weil jetzt habe ich wieder Instagram. Wie und warum ich gehackt wurde, seht ihr jetzt. Einige von euch wissen es, aber einige auch wiederum nicht, weil viele von euch haben entweder kein Instagram oder kein Twitter. Ich wurde gehackt. Ich wurde am Samstag gehackt. Mein Instagram-Account mit knapp 29.100 Follower war einfach weg und wirklich, Leute, das hat mir alles irgendwie komplett den Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich habe nämlich Instagram für Sonntag, Montag und Dienstag unbedingt gebraucht oder benötigt und dann boom, Samstagabend war der Account einfach weg. By the way, wartet noch ein bisschen. Wenn ihr wollt, ihr könnt den Hacker sogar noch schöne Grüße ausrichten, ne? Oder ihn einfach so, ja, ein paar Sachen wünschen. Ich habe ihm dann auch geschrieben, könnt ihr dann noch sehen. Ihr kennt ja alle diese Spam-Mails oder diese Phishing-Mails, dass eine angebliche Firma euch, dass ihr zum Beispiel irgendwas Krasses gewonnen habt, das neueste iPhone, den neuesten Lamborghini und keine Ahnung was. Du bist der 999.999. User. Du hast jetzt gewonnen. Bei mir war das ein bisschen anders. Und zwar, eigentlich bin ich extrem durch Zufall da reingefallen. Also es ist einfach zu krass. Und zwar hat ein Unternehmen, was ich namentlich nicht erwähnen möchte, für mich, beziehungsweise für meinen Instagram-Account, für meine ganzen Tätigkeiten, ne, einen Verifizierungshaken beantragt, ja. Und ja, sowas dauert immer so seine Zeit. Und dann plötzlich am Samstag habe ich eine Mail gehabt über sogenannte Verifizierung. Ich kann es euch hier kurz zeigen, ne? Dieses Mail sieht so täuschend echt aus. Ich kann es euch nicht sagen, ne? Hier unten sieht man, man konnte hier, geh mal kurz weg. Hier unter Verify My Account kann man Help nochmal anklicken, ne? Und dann kommt man echt zu einer Hilfe. Und auch wieder, das sieht alles so original, so richtig echt aus. Das Blöde ist aber, das rechts daneben, E-Mail Security Tipps. Ich habe das nicht angeklickt. Das war so, hätte ich, das war, und E-Mail, so, ich weiß nicht, ob mein E-Mail das Mail eigentlich klein schreibt, keine Ahnung, aber das war so das Einzige, wo man richtig sagen kann, okay, da stimmt was nicht, ne? Normalerweise, die ganzen Betrugsmails sind irgendwelche Yahoo, Gmail und keine Ahnung, welche Namen, so, nein. In dem Fall war das auch so eine richtig krass täuschende, echte E-Mail-Adresse. info@igbatchteam.com. Auch Simon von den Teasy-Jungs dachte, das E-Mail ist echt. Er hat gedacht, das E-Mail ist echt. Ich habe ihm das alles gezeigt. Und ich habe einfach dann bei keiner Ansprechperson von mir, keine Kontaktperson, sagen wir so, ich habe einfach nicht nachgefragt, weil es so täuschend echt ausgesehen hat, ne? Nichtsdestotrotz, ja, ich bin letztendlich darauf reingefallen. Was habe ich dann machen müssen, wenn ich Verify My Account gedrückt habe? Ich musste mein Geburtsdatum angeben und dann musste ich meine E-Mail-Adresse und mein Passwort angeben. Habe ich alles gemacht und da stand dann, ja, sie gucken sich das Ganze jetzt an, innerhalb 24 Stunden werde ich Bescheid bekommen oder irgendwie innerhalb 24 Stunden bekomme ich den Haken, irgendwie sowas, keine Ahnung. Hat mich eigentlich sehr darüber gefreut, dass ich den Haken bekomme, weil in Österreich, ja, ich weiß nichts. Also, wenn man da irgendwie kein Rapper, kein Schauspieler oder sonstiges ist oder Fußballer oder Journalist oder sonstiges, dann ist das eigentlich so ein Haken nicht leicht zu bekommen. Hab mich deswegen sehr darüber gefreut. Keine halbe Stunde später, wumm, ich war wirklich gerade live auf Instagram. Mich hat es live rausgehauen aus den Accounts. Ich wollte mich sofort wieder einloggen, Leute. Es ging nicht mehr. Das war dann gleich sofort danach. Ich wollte irgendwie rein, diese 2-Stufen-Authentifizierung oder wie das hieß, das ging nicht, weil der Täter auch im Besitz meiner E-Mail-Adresse war. Das Krasse ist, er wollte seine Spuren auch noch vertuschen und das eine Mail, nämlich das hier, er hat dieses E-Mail gelöscht, beziehungsweise nicht gelöscht, er hat das in den Papierkorb verschoben. Er hat es nicht ganz gelöscht, sondern in den Papierkorb verschoben, deswegen konnte ich noch den Screenshot machen. Also er war im Besitz meiner E-Mail-Adresse. Leute, ich war in Panik. Als ich dann zuallererst meinen Account so gesehen habe und dann kurze Zeit später war mein Account weg. Er hat ihn einfach gelöscht, weil man kann ja das Konto löschen. Das Konto ist ja nicht total gelöscht, sondern einfach offensichtlich gelöscht, ne? Das heißt, jo, niemand hätte sich jetzt Pato FIFA nennen können. In der Database war der Account noch, aber so von außen hin war der Account gelöscht, ne? Ja, man sieht's hier zum Beispiel,
Hier sieht man, der Account war total weg, also alles mögliche von Part of FIFA, nur mein eigener Account war nicht da. Leute, ich war richtig am Boden. Plötzlich bekam ich dieses E-Mail, Instagram, von dieser E-Mail-Adresse. Hi, Instagram Hackett, Part of FIFA, WhatsApp. Ihr könnt denen da gerne ein paar Sachen schreiben, euch passiert nichts, versprecht mir, glaubt mir, weil dort gibt ihr ja keine Daten weiter. Also ja, ich denke, also wenn ich er wäre, ich würde mich sehr über 100 plus Nachrichten freuen. Ich meine, ihr könnt ihn ja vielleicht auch zuspammen oder so, ich weiß nicht, Leute. Ich meine, gönnt ihm mal ein bisschen Aufmerksamkeit, so, ich weiß nicht, so. Ich habe ihn auf jeden Fall geschrieben, also ihr könnt ihn auch gerne schreiben. Also was ihr ihn schreibt, das überlasse ich euch, meine Besten. Ich meine, ich denke nicht, dass er euch anzeigen wird. Und ja, Leute, ich habe ihn dann natürlich angeschrieben, nochmal. Hier wird es gleich dazu kommen, dass er mich erpresst hat. Das liest man hier schon. Viele fragen sich, warum hast du bezahlt? Bist du dumm? Du kannst doch niemals bezahlen und keine Ahnung was. Also, Leute, ich war hier in dem Moment in einer absoluten Drucksituation. Erstens, ich habe den Account am nächsten Tag, was ist am nächsten Tag? Ein paar Stunden später schon gebraucht. Außerdem, ja, auf Twitter zum Beispiel wurde gesagt, mach dir einen neuen Account. Ich möchte keinen neuen Account. Das ist mein Eigentum. Warum muss ich dann wegen so etwas einen neuen Account machen? Ich habe ein bisschen Menschlichkeit gesehen, dass der, wenn ich das bezahle, dass er mir das jetzt ohne Probleme geben wird, ne? Weil guckt mal, Leute, alleine schon der Nutzername, alles heißt Part of FIFA. Ich heiße auf PlayStation Part of FIFA, Twitter, mein YouTube-Kanal, ne? Sogar auf Facebook, obwohl ich Facebook nicht mehr nutze, Snapchat, ich heiße überall Part of FIFA, auch ein Twitch-Kanal gibt es von mir, ne? Und dann plötzlich Instagram, was mit Twitter meine absolute Lieblingsplattform ist, soll plötzlich anders heißen, ne? Das konnte ich nicht einsehen. Dann gibt es auch noch Fotos, die ich so nicht mehr habe auf meinem Handy. Und einfach so die ganze Geschichte, Leute. Ich habe so viel Zeit investiert. Viele, die einen richtig großen Account haben und mal gehackt wurden. Oder generell, Leute, scheiß mal auf die Followerzahl, okay? Die generell gehackt wurden, die wollen auch am liebsten genau diesen Account wieder zurückhaben. So, ich weiß nicht, das ist dein geistiges Eigentum, dein eigenes, so. Konnte es einfach nicht einsehen, ne? Deswegen habe ich einfach noch ein bisschen auf das Gute gehofft. Pustekuchen. Ihr könnt da mal lesen. Hi, I'm Pato. Hi, Pato on Instagram. I was hacked. Dann hat er mir mein Profil geschickt. Yes. Und da habe ich mich schon mal entschuldigt für mein blödes Englisch, dass mein Englisch nicht so gut ist. Dann hier gleich 150 Euro Account. Ich so, save, PayPal. Und ja, natürlich, der hätte jetzt alles schreiben können. I promise, yes, sure und keine Ahnung was. Natürlich. Western Union habe ich bezahlen müssen. Es tut mir leid, Bruder. Kommt dann hier mit Sprachtool, ne? It's my fault. Ja, ist natürlich auch teilweise meine Schuld. Was heißt teilweise? Es ist ja meine Schuld. Ich bin darauf reingefallen. Aber einfach auch nur durch einen doofen Zufall, ne? Trotz allem, ich warne euch. Alles, was so richtig geil aussieht, ihr habt das gewonnen angeblich. Und ihr kriegt plötzlich einen blauen Haken. Hinterfragt alles, guckt euch die E-Mail-Adressen an, obwohl das von Instagram, das sah richtig original aus, aber es gibt immer irgendetwas, was richtig täuscht. Und zwar bei mir war es zum Beispiel, dass ich die E-Mail-Adresse und mein Passwort angeben musste. Ja, solche Sachen, das verlangt keine Seite und so Gewinnspiele schon gar nicht. Ja, es kann ja nicht sein, dass ihr auf einmal Apple schreibt, du hast jetzt das neueste iPhone gewonnen. So, nee, Pustekuchen. Also passt auch auf generell Abo-Fallen. Wirklich, wenn ihr irgendein Handyspiel oder so runterladet, ne? Passt auf eine Abo-Falle, das ist so leicht gemacht. Liest euch am besten alles nochmal zweimal durch, vertraut mir. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch schon mal etwas passiert ist. Wurdet ihr gehackt? War ihr Opfer einer Abo-Falle? Seid ihr Opfer einer Phishing-Mail gewesen? Weil das ist eigentlich so eher Phishing, nicht Hacking. Aber so dieser Grundbegriff ist Hacking, deswegen steht das im Titel und deswegen nenne ich das so, dass ich gehackt wurde. Und dann der kleine Halunke, ne? WhenPay Bro, 250 Euro Account plus 20.000 Follower. Da habe ich mir gedacht, willst du mich verarschen, du Vollidiot? Gib mir einfach meinen verdammten Account zurück. 150 Euro ist vertretbar gewesen. Ich habe mich mit den Teasy-Jungs und deren Moderatoren beraten. Timo hat auch gemeint, 150 Euro. Es tut weh, aber du hast zumindest deinen Account wieder, wenn er dir den Account wieder gibt, ne? Es ist natürlich ein Risiko gewesen. Das Risiko bin ich eingegangen. Dann hier auch, ich habe mir gedacht, so gut, weil einige von den Teasy-Moderatoren haben gesagt, nee, zahl das nicht, ne? Also ich war ein bisschen zwiegespaltener.
dass ich nochmal mit dem Support spreche, dass ich nicht vertraue, vielleicht hackt er mich nochmal. Dann nochmal, I promise, bro, I swear, if you no payment, your account will be permanently deleted, ne? Und nochmal, ich war in einer krassen Drucksituation, ich wusste nicht mehr, was ich machen solle, aber das wusste ich, ne, dass der Account nicht komplett gelöscht wird, ne? Well, good luck, bro, da habe ich so, thank you. Und dann nochmal Nachdruck verliehen, 1 hour, bye. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, also hier habe ich mich dann noch beraten, habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich zahle das jetzt, ne? Habe ich das bezahlt? Ja gut, Leute, das ist mir jetzt unabsichtlich passiert, dass da plötzlich sein Name drinnen steht, ne? Es ist echt unabsichtlich, ne? Wirklich, komplett unabsichtlich, also wow, tut mir leid, ne? Hier dann auch noch, also Simon hat für mich bezahlt, also Simon von den Teasy-Jungs, wurde dann auf jeden Fall irgendwie storniert, weil mein Accountname anders hieß als das Konto. Dann habe ich mich dann nochmal neu registriert, also mein bester Freund hat dann für mich bezahlt. Also nochmal Dankeschön Momo, dann auf einmal irgendwas mit Steuern so. Okay, waiting, ich nochmal irgendwie, warte, hier unten. Also ich habe es auf jeden Fall bezahlt. 25 bis 40 Minuten muss ich warten, also er hat das Geld abgeholt und dann redet er irgendwas von irgendwelchen Steuern, keine Ahnung was, ne? Dass ich dann nochmal 100 Dollar zahlen muss oder irgendwie, ja, you have to pay 100 Euro more. Da habe ich einfach gesagt, weißt du was, scheiß auf meinen Account, es ist einfach unfair, ich habe mich einfach nur, ich wurde eh verarscht, ne? Aber das war dann nochmal so die Spitze drauf, also so die Kirsche auf der Torte war das, ich war richtig abgefuckt, Leute, ich war richtig am Boden, folgt oder guckt einfach auf Twitter, Leute, da habe ich alles geschrieben und da habe ich mal schon richtig gedacht, so, yo, wie hässlich ist so die Menschheit, Alter, Leute, wenn ihr Twitter habt, folgt mir auf Twitter, Part2FIFA, liest euch mal manche Beiträge durch, es gibt da echt Leute, die haben sich darüber gefreut, dass mir sowas passiert ist oder dass allgemein so etwas passiert ist. Ich wünsche sehr, sehr selten Leuten Schlechtes, aber wirklich, Karma wird euch hoffentlich auch einholen, weil ich habe euch nichts getan. Warum gönnt man so etwas jemandem so? Ich weiß es nicht. Ich konnte das nicht verstehen und ja, es war halt so alles einfach enttäuschend so, ne? Natürlich auch danke an jeden Einzelnen, der es retweetet hat, der irgendwie darauf aufmerksam wurde. Danke auch, dass ihr so gut zu mir geredet habt. Aber was da so manche von sich rausgeballert haben, wirklich, das war zu krass, ne? Und wie ist mein Account zurückgekommen, Leute? Also wirklich, große Shoutouts an Thomas. Ich weiß nicht, einige von euch sollten den so und so schon kennen. Er war auch damals dafür verantwortlich, dass der Account von Unge wieder zurückkommt. Der wurde ja damals gehackt. Thomas hat auch meinen Account wieder rekonstruieren können. Oder beziehungsweise er und sein Team. Ich weiß nicht, wer genau dahinter steckte. Aber Thomas habe ich kontaktiert und er hat das geregelt. Also er hat ihn wieder herstellen können. Alles unbeschadet, ist nichts passiert. Also nochmal vielen, vielen Dank, Thomas. Also Leute, sollte euch irgendwie etwas passieren, Internet Security oder generell Hacking oder Phishing Mail, solltet ihr irgendwie Opfer von Social Media Hacking gewesen sein oder in Zukunft, wendet euch an Thomas. Er hat auch Instagram, Twitter, seht ihr hier, ne? Weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber ganz, 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 ganz wichtig ist. Mein normaler Instagram-Account ist wieder da, Leute. Oh, Leute, 1k fehlt noch auf 30.000, ja. Also ich weiß nicht, gut, es werden wahrscheinlich keine 1.000 sehen, keine Ahnung. Aber ihr könnt mir dort sehr, sehr gerne folgen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wie gesagt, morgen bin ich in Salzburg, circa 17 Uhr Europark. Da solltet ihr mir sowieso auf Instagram folgen, weil dann kann ich euch immer zeigen, wo ich bin und ihr seht das Ganze. Aber nochmal vielen, vielen Dank an Thomas. Hier ist auch sein Instagram-Account. Also ihr könnt ihn auch dort sehr, sehr gerne ein Follow hinterlassen. Korrekter Dude. Und ja, das Fazit einer ganzen Geschichte. Nochmal, bei mir war es ein richtig dummer Zufall, dass das Ganze passiert ist. Weil ja, wie eingangs schon erwähnt, ein Unternehmen hat für mich eine Verifizierung beantragt. Ich dachte, das war's das jetzt. Und ansonsten hätte ich nie und niemals diese E-Mail irgendwie beachtet. Das größere Problem war auch, diese Mail landete nicht im Spam-Ordner. Das war
absolut das nächste Problem. Nochmal hinterfragt einfach alles. Es ist jetzt passiert, es ist jetzt für mich ein teurer Spaß gewesen. Wäre eigentlich dann noch in Deutschland gewesen und in Frankreich. Und ja, dazu habe ich hätte ich Instagram benötigt. Also immer brav sauber bleiben, meine Besten. Ich wünsche euch etwas. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne den Daumen nach oben geben. Morgen möchte ich euch mal kurz zeigen, meine Team of the Season Vorbereitung, wie ich das Ganze gemacht habe. Samstag kommt ein elendlanger Stream. Richtig viele Freepacks haben wir zu öffnen. Aber wie gesagt, dazu mehr morgen. Ich wünsche euch was, meine Besten. Bleibt sauber. Hinterlasst mir gerne Feedback in den Kommentaren. Schönen Tag noch. Ciao.